5 Kandidaten sind am Samstag durch die Hand von Bischof Gerhard Ludwig Müller zu Priestern geweiht worden. Es war wohl seine letzte Priesterweihe im Regensburger Dom, denn seit heute ist es offiziell. Meine Damen und Herren, der Heilige Vater, Papst Benedikt XVI., hat seine Entscheidung getroffen. Die Glaubenskongregation erhält einen neuen Präfekten. Dies wird ab dem heutigen Tag unser bisheriger Bischof von Regensburg, Professor Dr. Gerhard Ludwig Müller sein. Lange Zeit schon war Müller als Nachfolger von William Levada im Gespräch. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr, der Regensburger Bischof wird drittwichtigster Mann im Vatikan. Nach fast 10 Jahren verlässt der gebürtige Mainzer jetzt also Bayern und zieht nach Rom. Wir sind eigentlich traurig darüber, denn wir haben ihm als einem uns bejahenden, einen den Kindern und Jugendlichen zugetanen Menschen erlebt. Und auch die Eltern der Domspatzen haben das gespürt, dass er für das Haus einsteht. Ich persönlich werde ihn sehr vermissen, weil wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander gehabt haben. Ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und ich glaube, das Bistum wird ihn auch sehr vermissen, weil er ein großartiger Bischof war. Ich nehme an, dass man in ein paar Jahren sich erst deutlich machen wird, wie gut und wie wichtig er als Bischof für Regensburg war. Also aus Sicht der Jugend ist zu sagen, dass der Bischof immer ein offenes Ohr hatte für die Jugendlichen in der Diözese. Wir vom BDKJ vertreten ja 36.000 Jugendliche. Und er war immer bei unseren Veranstaltungen präsent, soweit es ihm möglich war, hat wirklich da immer ein offenes Ohr gezeigt. Müller befindet sich bereits in Rom. Heute ist sein erster Amtstag. Mit der Ernennung zum Präfekten der Glaubenskongregation wird Müller gleichzeitig Erzbischof. Der bischöfliche Stuhl in Regensburg ist seit heute 12 Uhr vakant. In den nächsten 8 Tagen muss ein Diözesanadministrator gewählt werden. Der leitet dann die Diözese, bis ein neuer Bischof von der Diözese Besitz ergriffen hat, wie es das Kirchenrecht formuliert. Die Ernennung eines neuen Bischofs erfolgt dann durch den Papst. Das kann einige Monate dauern.